So, hallo und herzlich willkommen zu, ja, einem neuen, Let's Test, sag ich mal. Ja, wieder SMP, diesmal auf LOS, Life of San Andreas. Das Ganze wurde mir von einem User in den Kommentaren empfohlen. Ich gucke kurz nach, wie dieser heißt. Eine Sekunde bitte. Ja, es wird ein Let's Test. Wenn ich diesen Server besser finde als LFSD, wird das Let's Play hierhin verlagert werden. Ja, also ich meine, warum soll ich auf den so, auf einem spielen, der schlechter ist, ne? Naja. Mal gucken, wie der Server mich beeindruckt wird, sag ich mal. Oder mit das Video. Kommentare. Hier, von Ahmad Ahmad. Ja, ich hoffe, dass ich habe das richtig ausgesprochen. Und ja, also. Ja, das soll so gut sein, weil Geld muss harte Arbeit werden und das finde ich einen wirklich guten Grund. Also, ich sag mal so, ich verstehe das so, damit man nicht so viel Geld hat. Auch wenn ich die 50.000 recht schon wieder sehe, ja. Das sind wir doch nicht mehr so groß, aber mal gucken. Vielleicht. Ja, ist das einfach sehr gut ausgewogen mit dem Geld. Eben, alles auch einfach teurer, ne? So, warten wir noch kurz. Das dauert ja nicht mehr so lang, hoffe ich. Wer sich das jetzt durchlesen will, hier das Tutorial, Einleitung, Gedöns, ja, einfach kurz auf Pause drücken und dann, ja, kann man sich das ja durchlesen, wer Lust hat. Habe ich keine Lust zu, deswegen drücke ich nicht Pause und rede einfach. Ja, ich kann auch schlicht Pause drücken. Deswegen rede ich. So, ja, auf dem Spiel sind zurzeit 50 Player. Player, hi. Schon voll der Englischkünstler. Und finde ich eine relativ gute Zahl, muss man sagen. Ich finde das einfach nicht mehr so schön, wenn das aber so betrieben voll ist, aber natürlich sollte es auch nicht so wenig User drauf sein. 50 finde ich eigentlich eine ganz nette Zahl. Könnte ein bisschen mehr sein, aber 50 ist eigentlich ganz gut, wirklich. Ja, muss man sagen. So. Gib an, wie alt du bist. Ich bin 15. Ja. Okay. Ja, ich werde das schon hinbekommen. Nicht so viele Regeln auf einmal durchbrechen. Es ist ja meistens dann doch ziemlich das Gleiche. Da links unten ist jemand. Nein, das bringt gar nichts. Upsala. Ich hab's umgeschmissen. Ich weiß nicht. Jetzt geht's los. War viel auf dem Weg. Slash Map. Dort kannst du. Wichtig Autos sehen. Die Stadthalle. BSN. Ja, wer weiß nicht, wo der BSN ist. Aha. Hier. Buggy, Buggy. Die Räder drehen sich. Okay. Support, damit kannst du ganz schnell mit Support erreichen. Info, du sollst der Nebenjob besorgen in einem Personalwagen in der Stadthalle oder hier am Spawn. Jobpost für neue Dinge. Fangen wir mal mit Müll an. So, das wird jetzt übrigens eine Stunde gehen, so circa. Gut. Dann. Mit Tastendruck. Das ist ja voll modern. Muss ich da kurz hinfahren? So, hier. Ich habe die blöde Angewohnheit, meine Maus immer vor meine Tastatur zu legen und da komme ich so schlicht in den Pfeiltasten an. Deswegen hat es die gerade verschoben. Frag mich nicht warum. Das ist aber schön gemacht hier. Also wenn man hier so Straßen reingepackt hätte, wäre das echt perfekt. Wie viel schaffen wir? 95, 100, 10, 120. Etwas unrealistisch, aber das liegt an GTA San Andreas und nicht an dem Server.
Ui, die sehen aber gut aus, muss man zugeben. Okay. Das sind zwei. Ach, bin ich gut, ich kann den Motor einschalten. Mein Name ist Cherry Gaming, das glaube ich dir nicht. Okay, es gibt ein Forum, wer hat's gedacht? Ja, da werde ich mich auch mal umgucken. Ich habe keine Ahnung, warum ich da gerade rückgeschaut habe. Auf jeden Fall scheint ja, als wenn SMP echt gut bei euch ankommen würde. Auf jeden Fall geht das weiter mit SMP. Ja. Ich meine, 17 Aufrufe nach 2 Tagen und 6 Kommentare, 3 von mir. 3 Kommentare, Alter, das ist sowas von über meinem Niveau eigentlich. Das ist echt. Oder? Also, hui, das ist normalerweise das. Naja. Ich kann jetzt echt sagen, das Dreifache von meinen Kommentaren. Ich bekomme meistens nicht mal einen. Und nullmal, egal was ich nehme, ist immer null. Ja, also viel mehr Kommentare als ich sonst habe und auch viel mehr Aufrufe. Normalerweise jetzt bei The Walking Dead zum Beispiel hatte ich pro Folge circa 4 bis 5 Aufrufe. Und das, wenn die eine Woche oder so online waren. Also das finde ich echt richtig geil. Das heißt, es wird auf jeden Fall weiter mit der SMP gehen. Der Müll wird abgeholt. Müll. Müll. So, nicht wundern, wenn ich hier, ja, zwischendurch mal mich immer wieder mute. Ja, ich hab ein bisschen Husten oder Allergie oder was auch immer. Das ist Asthma, sowas um den Dreh wird das sein, vermute ich mal. Was damit zu tun haben, weil jetzt eben so das Zeug ist, wo ich auch auf allergisch bin, richtig nervig. Deswegen mute ich manchmal mich im Hintergrund. Wenn ich hier nicht irgendwelche unerwünschten Geräusche mache. Hallo? Willst du mich verarschen oder was? No, 69 Euro. Checkpoints 3. Mal gucken, ob sich der Lohn bei jedem Mal erhöht. Ja. Ist ein ziemlich geiles System, finde ich, mit dem Lohn. Also. Damit man dann immer sieht, wie viel man jetzt im Jahr geschafft hat. Finde ich gut. Aha. Hab hier einfach jeder 2 Sekunden ein Checkpoint ist. Aber man verdient schnell Geld. Man verdient echt Geld. Gut Geld. Jetzt eben die Frage. Gefällt mir das so gut? Ja, tut's. Ich finde das ziemlich geil. So. Komm. Let me go. So, das Grip von dem Server hier soll auch ziemlich geil sein. Bin ich mal gespannt, bis jetzt ist es gut, aber nicht übertrieben richtig, übertrieben richtig krass, total super geil. Mal gucken. Ja, das ist natürlich auch noch der andere Grund, warum ich mute, wenn mich meine Mutter nervt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Oh, oh, ich dachte schon, das Spiel hat sich aufgeregt, weil einfach nichts weggegangen ist. Aber der hat noch ein bisschen länger gebraucht. Schon was wissen würden die anders sind. Was? Auf jeden Fall. So, 5000 haben wir schon verdient. Es geht auf jeden Fall schnell. Jetzt muss ich halt wissen, ob die Preise jetzt auch dementsprechend angepasst sind. Und wir werden jetzt 20 Checkpoints fahren. Und dann
Und dann zurück fahren. Und mal gucken, was angucken, was es hier auf dem Server noch gibt. Also an Sachen, die man machen kann. Wie, was weiß ich, was gibt's denn so? Paintball und so. Und ja, wie die Preise eben sind. Gucken wir mal bei einem Auto oder so vorbei. So. 20. Fahren wir kurz zurück oder können wir es irgendwie stoppen? Jobhilfe. Stopp. Slash. Abbrechen. Slash. Stopp. Job. Was weiß ich. Wenn wir aussteigen. Egal. Wir fahren einfach weiter. Was es hier so gibt. Cool, wir haben alle Hamper vorbei. So, kann sein, dass ich das jetzt eigentlich nicht mit dem Auto darf, aber ich bin ja im Dienst. So, ja, das ist standardmäßig an der Stelle. Ist ja eigentlich immer so. Das ist eigentlich ist immer so. Geh mal rein. Slash Enter. So, so schwer ist das doch nicht. Ja, 500 Euro. Damit man hier rein darf und dann nichts machen kann, ist etwas übertrieben. Exit, oder? Vermute ich mal. Ja. Dann gucke ich mal, was noch so. Navo auf jeden Fall. Navi. Alcatraz, nein. Auto suchen, nein. BSN, nein. BSN am LSPD und BSN Süd. Die wissen schon, dass BSN für Bürgerschaft Nord steht, oder? Naja. Was ist Pigpen? Da bin ich jetzt aber interessiert. Mal gucken. Das sagt mir jetzt gar nichts. Also, keine Ahnung, was das sein könnte. Mal gucken. Lan, lan, lan. Links und vorne rechts und mal gucken, was das dann ist. Wir sind gleich da, glaube ich. Oh Gott, das ist aufregend. Oh Gott, das ist so aufregend. Oh Gott, so aufregend. Vielleicht aber auch nicht. Wie? Hier ist auch gar nichts. Da unten. Das ist einfach ein Geschäft. Ja, toll. Hätte ich das gewusst. Schnavi. Gehen wir zum Star Tower. GPS ist leider unübersichtlich. Jetzt wenn man da nicht. Also da braucht man wahrscheinlich Eingewöhnung. Upsala. Braucht wahrscheinlich etwas Gewöhnung, das dann zu finden. Mit Slash B vielleicht. Ah.
Ich bin nur gerade aufgefallen, dass es da unten steht. So, vielleicht wird das doch nicht so lang, wie ich erwartet hatte. Aber ich meine, jetzt bringt ja nichts, jetzt wenn er jetzt nur ja, Müllmann zu fahren hat, wenn dann schon eher ein Let's Play. Und er soll ja nur ein Let's Play werden. Für 500 Euro, ey. 500! Warum Euro, da oben steht Dollar. Oh, ich habe einen Fallschirm. Lass mich mal kurz was gucken. Slash Navi. Wo ist denn das Alcatraz? Okay, das ist ein bisschen weit. Dann nehmen wir nur das PD. Springen wir nämlich mal ins PD rein. Gucken, was das so ist. Das ist gar nichts Besonderes. Oh cool, eine Ampel. Tankstelle, okay. Da kann auch noch hoch, mal da hingucken. Ja, und dann würde ich eigentlich schon sagen, das war's dann schon. Weil, ja, ich weiß nicht, was ich hier noch zeigen soll. Mir hat das aber jetzt ehrlich gesagt nicht so zugesagt. Ja. Vielleicht werde ich ihn mir privat nochmal genauer angucken. Vielleicht. Und ja. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich ganz normal einfach auf Live und Stream weitergehen. Weil damit bin ich jetzt eigentlich zufrieden. Und ich vermute, weil der Hauptgrund ist, dass ich einfach da schon weiter bin und hier von anfangen muss. Aber das sage ich natürlich können. Okay, also, dann hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da und danke fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.